Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Wir bringen heute einen Krimi von Helmut M. Backhaus mit dem Titel Der Fall Dr. Crippen. Helmut M. Backhaus, geboren 1920 und gestorben 1989, war Rundfunksprecher, Filmregisseur und Autor von Funk- und Fernsehsendungen. Das Hörspiel Der Fall Dr. Crippen basiert auf einem historischen Ereignis aus dem London des Jahres 1910. London, 30. Juni 1910. Der Frühling hat einen Thronwechsel gebracht. Am 6. Mai ist König Eduard VII. Gestorben. Nun ist sein zweiter Sohn als Georg V., König von Großbritannien und Irland, Kaiser von Indien. Die Metropole an der Themse sieht in diesen Wochen zahlreiche ausländische Besucher von Rang. Und noch mehr kleine und große Gauner, die jedes Ereignis anlockt. Scotland Yard ist rund um die Uhr beschäftigt. Chefinspektor Harold Snow hat daher nur wenig Zeit für den nervös und bedrückt wirkenden Gentleman, der so dringend darauf bestanden hat, ihn persönlich zu sprechen. Tja, also bitte, Sir... Flash ist mein Name. Aha, Flash. Archibald Flash. Mhm. Inspektor Snow, ja? Sie müssen mir helfen. Bell Elmore ist verschwunden. Ja, nehmen Sie doch erstmal Platz. Danke. Ja, und wer ist diese Bell Elmore? Eine hochbegabte Sängerin. Eine Sängerin? Natürlich nicht von Beruf, aber ein anerkanntes Mitglied der Musical Ladies Guild. Ist das eine Verwandte von Ihnen, Mr. Flash? Nein, ich bin mit Bell Elmore gesellschaftlich bekannt. Eigentlich heißt sie Cora Turner, aber auch das ist nicht ihr richtiger Name. Das ist etwas verwirrend, finden Sie nicht? Künstlerinnen-Inspektor. Selbst im Amateurfach geben sie sich Fantasienamen. Bell Elmore ist Cora Crippen, verheiratet mit dem Arzt Dr. Hawley Harvey Crippen, einem amerikanischen Staatsbürger. Und die beiden besuchen London? Nein, sie wohnen hier. Aha. In einem alten Haus. Hildrop Crescent Nummer 39. Wie war das? Hildrop Crescent Nummer 39. Dr. Crippen ist Generalvertreter für zwei amerikanische Firmen. Arzneimittel und Zahnersatz. Ach. Und wann haben Sie Frau Crippen zum letzten Mal gesehen? Am 30. Januar. Am 30. Januar, vor einem halben Jahr also. Ja. Dr. Crippen gab in seinem Haus eine Gesellschaft. Ich ging etwa um 1 Uhr morgens. Die anderen Gäste, ein Ehepaar Martinelli, blieben etwa eine Stunde länger. Als ich mich verabschiedete, war Cora glänzender Laune. Sie hatte in einem Konzert gesungen. Sie hatte Erfolg gehabt. Es ist völlig rätselhaft. Was? Dass sie von diesem Tag an wie vom Erdboden verschluckt ist. Mhm. Wann hat Dr. Crippen die Vermisstenanzeige gemacht? Überhaupt nicht. Aber Mr. Flash... Am 3. Februar bekam die Musical Ladies Guild einen Brief von Cora. Sie habe ganz plötzlich wegen einer dringenden Familienangelegenheit in die USA reisen müssen und könne vorerst keine Konzerte also mehr nur geben. Hören sie... Aber der Brief war nicht von ihr geschrieben, nur die Unterschrift. Aber das ist doch kein spurloses Verschwinden. Moment. Dann kam der Galaball im Kolosseum. Ja und? Diesen Ball besuchte Dr. Crippen zusammen mit seiner sehr jungen und sehr hübschen Sekretärin Miss Ethel Leneve. Na gut, Mr. Flash, aber auf diesem Ball begegneten die beiden dem Ehepaar Martinelli. Und Frau Martinelli traute ihren Augen nicht. Denn Ethel Leneve trug Coras große Diamantbrosche mit den echten Perlen. Dr. Crippen wird sie ja vielleicht geborgt haben. Und am 12. März hat Miss Ethel Leneve ihre Mietwohnung aufgegeben. Und wohin ist sie gezogen? Ja, woher soll ich das wissen? In das Haus ihres Chefs.
in Dr. Krippens Haus Hildrup Crescent Nummer 39. Ja, sicher nicht sehr geschmackvoll, aber das ist doch eine Privatangelegenheit. Inspektor, ich bin noch nicht fertig. 12 Tage nach diesem Umzug, am 24. März, lässt Dr. Krippen alle Bekannten wissen, seine Frau Cora sei in Kalifornien plötzlich gestorben. An einer Lungenembolie. Aha. Und zwar nicht etwa in einem Krankenhaus, sondern in irgendeiner Privatvilla in Los Angeles. Hm. Ja. Und weiter? Und weiter nichts. Weiter nichts? Mit dieser kurzen Information war die Sache für Dr. Krippen erledigt. Er spricht kaum noch von seiner Frau. Und diese Ethel Leneve lebt mit der größten Selbstverständlichkeit in seinem Haus und trägt Coras Schmuck. Inspektor, in dieser Angelegenheit muss ermittelt werden. Für mich ist Cora Krippen nicht tot. Sie ist einfach verschwunden. Gut, Mr. Flash. Ich werde mich um den Fall kümmern. Chefinspektor Snow kümmert sich. Zusammen mit seinem Assistenten, Detektiv Sergeant Rayleigh, macht er im Haus Nummer 39 Hildrop Crescent im Norden von London einen Besuch. Der Hausherr ist abwesend. Aber die beiden Herren werden von seiner Sekretärin, Miss Ethel Leneve, empfangen. Einer wirklich bezaubernden jungen Dame von 21 Jahren. Mit gewandtem Auftreten, vorzüglichen Manieren und großer Selbstsicherheit. Ich kann Ihnen leider gar nichts Näheres sagen, Inspektor. Ich selbst weiß nur das, was mir Dr. Krippen mitgeteilt hat. Aber diese Fakten kennen Sie ja sicherlich. Ja, abgesehen von den Fakten, Miss Leneve, wie waren denn die Beziehungen zwischen Dr. Krippen und seiner Frau Cora? Wie soll ich die Frage verstehen, Inspektor? Ich meine, war es eine glückliche Ehe? Inspektor, ich bin Dr. Krippens Sekretärin. Was sein Privatleben anbetrifft, so hat er mich nie ins Vertrauen gezogen. Das wäre ganz unüblich. Ah ja, 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 ja. Und trotzdem sind Sie in sein Haus gezogen? Das hängt ausschließlich mit meiner Arbeit zusammen. Dr. Krippen diktiert laufend wissenschaftliche Berichte und Gutachten. Er braucht dazu sein Archiv und seine Handbibliothek. Diktate, Reinschriften und so weiter werden deshalb hier erledigt, außerhalb seiner Praxis. Tja. Wo praktiziert Dr. Krippen? In der Oxford Street. Ich nehme an, das wissen Sie bereits. Ach, ja, ja. Wann haben Sie Frau Cora Krippen zum letzten Mal gesehen? Ende Januar. Auf den Tag genau kann ich mich nicht festlegen. Frau Krippen kam nur sehr selten in die Oxford Street. Ja, und Sie, Miss Leneve, arbeiteten damals noch nicht hier in Hildrop Crescent? Nein, damals noch nicht. Aber Sie wurden gelegentlich eingeladen? Gewiss. Auch an dem bewussten Abend? An welchem bewussten Abend? Am Abend des 30. Januar, nachdem Cora Krippen verschwand. Ach so, Sie meinen, nachdem sie dann abreiste? Nein, an jenem Abend war ich nicht hier. Wie war denn Ihr persönliches Verhältnis zu Frau Krippen? Ausgezeichnet. Könnte man es freundschaftlich nennen? Freundschaftlich wäre zu viel gesagt. Ja. Hat Ihnen Frau Krippen vielleicht mal Geld geliehen? Geld? Wozu? Na, oder persönliche Gegenstände, zum Beispiel Schmuck? Auch nicht. Wie kommen Sie darauf? Sehen Sie, jemand will Sie einmal mit einer Diamantbrosche gesehen haben, die Frau Krippen gehörte. Ach, die Brosche, ja. Das stimmt, aber das war Zufall. Ich sollte Dr. Krippen auf einen Wohltätigkeitsball begleiten, wohin er gehen musste, aber nicht allein gehen wollte. Seine Frau war schon in Amerika. Ja, ich weiß. Wir hatten verabredet, dass ich Dr. Krippen hier zu Hause mit einer Droschke abholte. Ich trug zwar ein standesgemäßes Abendkleid, aber überhaupt keinen Schmuck. Ich mache mir nichts daraus. Dr. Krippen wollte mich offenbar etwas glanzvoller sehen und sagte: Ich gebe Ihnen etwas aus dem Schmuckkästchen meiner Frau. Damit werden Sie wirken wie eine Ballkönigin. Ja, ja, ja. Das, Inspektor, ist die ganze Geschichte von der Diamantbrosche. Ja, ja, ja. Ja, das ist eine sehr hübsche Geschichte. Nicht wahr? Die Brosche war übrigens wunderbar. Es tat mir richtig leid, als ich sie zurückgab. Ach, Sie haben sie Dr. Krippen zurückgegeben? Selbstverständlich. Aha. Ja, und wo befindet sich die jetzt? Ich nehme an, in seinem Safe. Haben Sie einen Schlüssel dazu? Nein. Damit habe ich nichts zu tun. Ja. Miss Leneve, ich danke Ihnen sehr für Ihre Auskünfte. Nun, es war ja nicht eben viel. Ja, jede Information kann von Wichtigkeit sein. Kommen Sie, Rayleigh. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die nächsten Tage in London blieben, für eventuelle Rückfragen. Kein Problem, ich muss sowieso hier bleiben.
Ich habe über das Wochenende einen Haufen Arbeit. Ja, umso besser. Na, wie man es nimmt. Ich gebe Ihnen dann wieder Nachricht. Mhm. Wiedersehen. Sagen Sie, Inspektor... Ja, bitte? Stimmt da was nicht mit dem Tod von Frau Krippen? Haben Sie irgendeinen Verdacht? Nein, nein, nein. Das ist eine ganz normale Routineüberprüfung. Das wird immer gemacht bei plötzlichen Todesfällen im Ausland. Wir arbeiten da mit der Stadtverwaltung von Los Angeles zusammen. Eine Verwaltungsangelegenheit also. Ja, ja, nichts weiter. Auf Wiedersehen, Miss Leneve, und nochmals vielen Dank. Keine Ursache. Guten Tag, meine Herren. Als Snow und Rayleigh in der Droschke sitzen, fragt der Chefinspektor seinen Assistenten, der bei der ganzen Unterredung ein stummer, aber aufmerksamer Zuhörer war. Rayleigh. Sir? Was halten Sie von Miss Leneve? Ein gewisser Liebreiz ist der Dame nicht abzusprechen, Sir. Ach, Rayleigh. Ich meine, erscheint sie Ihnen als glaubwürdig? Nur Tatsachen sind glaubwürdig, Sir. Wie weit sind Sie mit Ihren Recherchen? Die Tatsachen und Daten, die Mr. Flash angegeben hat, stimmen. Und die offizielle Bestätigung über Aufenthalt, Tod und Todesursache von Coracon in Los Angeles? Bisher nicht eingetroffen, Sir. Also müssen wir uns an Vermutungen halten. Genau wie bei Miss Leneve. Ach, was sagten Sie? Kann man dir nicht absprechen? Einen gewissen Liebreiz, Sir. Really? Inspektor Snow weist den Droschkenkutscher an, in der Oxford Street zu halten. Dr. Krippen ist in seiner Praxis und empfängt die beiden Herren von Scotland Yard sofort. Er ist außerordentlich höflich und beantwortet exakt die einleitenden Fragen, die ihm Inspektor Snow stellt. Dann aber gibt er plötzlich eine völlig überraschende Antwort. Ich habe gelogen. Aber das erschüttert einen Kriminalisten nicht sonderlich. Was war Ihre, sagen wir, Ihre Unwahrheit? Der Tod meiner Frau. Ach, Coracrippen ist nicht gestorben? Nein, Inspektor. Und warum haben Sie dann die Todesnachricht verbreitet? Um, altmodisch gesagt, um meine Ehre zu retten. Und wer hat Ihre Ehre in Gefahr gebracht? Cora. Wer sonst? Dr. Krippen. Sie haben sich soeben selbst der Lüge bezichtigt. Wer garantiert mir, dass Sie nun die Wahrheit sagen? Ich gebe Ihnen mein Wort, Inspektor. Es tut mir leid, es liegt eine Vermisstenanzeige vor. Ihre Frau ist als verschwunden gemeldet. Von wem? Das tut nichts zur Sache. Ich muss jedenfalls allen Spuren nachgehen, auch Ihren Unwahrheiten. Gut, ich werde Ihnen die Geschichte erzählen. Sie ist sowieso ganz kurz und absolut banal, wie alle derartigen Geschichten. Sie erlauben, dass mein Assistent Notizen macht? Ich habe nicht das Geringste dagegen. So, also bitte, Doktor. Meine Frau hat mich betrogen. Nicht mit einem sogenannten kleinen Seitensprung, sondern mit beharrlicher Konsequenz. Ich habe darüber hinweggesehen, solange sie die Form wahrte. Ich bilde mir ein, tolerant zu sein. Ich habe Cora immer wieder verziehen, bis sie mir auch diese Möglichkeit nahm. Im Herbst vorigen Jahres lernte sie einen amerikanischen Geschäftsmann kennen, sehr reich, Öl, glaube ich, in Kalifornien. Mit ihm ist sie Hals über Kopf nach Los Angeles gegangen. Und Sie haben also diesen Kalifornier nicht mehr toleriert? Nicht, dass meine Frau mit ihm durchbrennt wie ein Chorus-Girl. Inspektor, ich lebe als Ausländer in London. Ich vertrete international angesehene Firmen. Ich bin ein seriöser Arzt mit einer gutgehenden Praxis, mit Patienten aus den ersten Reisen. Ich spiele eine Rolle in der Gesellschaft. Ich kann mir einfach keinen derartigen Eheskandal leisten. Ich verstehe, verstehe. Vor allem kann und will ich nicht als lächerliche Figur herumlaufen. Als verlassener und betrogener Mustergatte mit einem Gehirn wie ein vorsintflutliches Hirschgeweih. Sir, was ist denn, Rayleigh? Den letzten Satz habe ich nicht mitschreiben können. Ja, das ist ja auch nicht so wichtig. Also bitte weiter, Dr. Krippen. Ich möchte, dass Sie meine Handlungsweise begreifen, Inspektor. Ich habe meine Frau für tot erklärt, um der Schande und dem Spott zu entgehen. Und eigentlich habe ich dabei gar nicht die Unwahrheit gesagt, denn für mich ist Cora tot. Für uns nicht. Recherchieren Sie meinetwegen. Nehmen Sie das nächste Schiff nach USA. Durchwühlen Sie Los Angeles. Sie werden eine Menge Zeit und eine Menge Steuergelder verschwenden und genauso wenig über Coras Aufenthalt herausfinden wie ich. Sie hat alle Spuren verwischt. Vielleicht ist sie längst auf Hawaii oder auf Pago Pago, Bora Bora, Tahiti. Sir. Ach, halte den Mund, Rayleigh. Jawohl, Sir. Dr. Krippen, lieben Sie Ihre Frau noch immer? Nein. Empfinden Sie Hass? Auch nicht. Cora ist mir gleichgültig geworden. Ich werde sie bald vergessen haben.
Alle werden Sie bald vergessen, selbst Ihre sogenannten Freunde. Ja, Dr. Krippen, ich danke Ihnen, dass Sie meine Fragen so freiwillig und freimütig beantwortet haben. Kommen Sie wieder, wenn Sie noch irgendwelche Informationen brauchen. Ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung. Ich danke Ihnen, Doktor. Kommen Sie, Riley. Sie haben alles notiert, Riley? Jawohl, Sir. Bis auf das vorsintflutliche Gehirn auf Pago Pago, da bin ich nicht mitgekommen, Sir. Es sei Ihnen verziehen, Riley. Sagen Sie mal, was ist Ihre Meinung über Dr. Krippen? Ein ungemein bedauernswerter Gentleman, Sir. In welcher Hinsicht? In Hinsicht auf seine Gattin. Und wie beurteilen Sie das Verhalten von Cora Krippen? Ebenfalls sehr bedauernswert, Sir. Sie bedauern also sowohl ihn als auch Sie? Sir, ich persönlich bedauere nie jemanden. Würden Sie mich bedauern, wenn mir meine Frau durchginge? Nein, Sir. Warum nicht? Weil Sie nicht verheiratet sind, Sir. Ach, ja. Sie halten sich ja nur an Tatsachen. So ist es, Sir. Zwei Tage später in Scotland Yard. Chefinspektor Snow steht in seinem Büro am Fenster und blickt hinaus auf die majestätisch dahinfließende Themse. Ein schöner Tag. Blauer Himmel und flirrendes Sonnenlicht. Assistent Rayleigh, den die atmosphärische Pracht unbeeindruckt lässt, weil er jede Art von Wetter als Tatsache hinnimmt, trägt gleichmütig vor. Bericht unseres Korrespondenten aus Washington, Sir, darf ich? Bitte, bitte. Harley Harvey Krippen stammt aus dem US-Staat Michigan. Medizinstudium an der Universität New York City. Abgeschlossen mit dem Doktordiplom. Anschließend Niederlassung als praktischer Arzt. Erst in Detroit, dann in Philadelphia. 1892 Eheschließung in New York City mit Cora, geborene Machamotzki. Ausgezeichnet, Rayleigh. Danke, Sir. Ich glaube, wir müssen uns den Anzeigerstatter noch mal vornehmen, diesen Mr. Flash. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Sir. Chefinspektor Snow verliert keine Zeit. Mr. Flash erscheint noch am selben Tag. Er ist auf Dr. Krippen nicht gut zu sprechen. Der Mann war völlig von seiner Frau abhängig. Er war eher hörig. Kann man das so sagen? Wenn es stimmt, kann man es so sagen. Und sehen Sie, Inspektor, gerade das war es, was Cora auf den Tod nicht ausstehen konnte. Ein Mann, der ihr dauernd zu Füßen liegt, der sie ununterbrochen anbetet, der sich alles gefallen lässt. So etwas muss eine Frau doch nervös machen. Aha, aha. Sagen Sie mal, hatten Sie nähere Beziehungen zu Cora Krippen? Nähere? Was meinen Sie damit? Ich meine, intime. Nein. Wo denken Sie hin? Ich war ein Freund der Familie, nicht sonst. Hm. Wissen Sie von anderen intimen Beziehungen der Frau Krippen? Wissen. Natürlich hat sie mal. Sagen Sie mir, die Ehefrau, ja, die nicht... Ja, Vorsicht. Sie rütteln an den Grundlagen unserer Gesellschaft. Meinetwegen. Sie wird deshalb nicht gleich einstürzen. Na? Also... Ich weiß, dass Cora ein bisschen, sagen wir, lebenslustig war. Ich bitte Sie, Inspektor, eine Künstlerin. Sie hatte nichts gegen einen Flirt, aber sie hatte niemals, ich betone, niemals die Absicht, ihren Mann zu verlassen, obwohl er ihr auf die Nerven ging. Aber diese Frau läuft nicht davon. Dazu ist sie viel zu anständig. Sie sprachen von Flirts. Können Sie mir da Namen nennen? Nein. Und wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun. Ich bin kein Klatschjournalist, Inspektor. Ich habe eine Vermisstenanzeige erstattet und auf einige merkwürdige Umstände hingewiesen. Mehr nicht. Gewiss, Mr. Flash. Und ich frage ja auch nicht aus Neugier. Aber ich muss die Vermisste ja irgendwie finden. Ah, vielleicht stimmt es doch mit der Lungenembolie und sie ist wirklich längst tot. Nein, Mr. Flash, das ist sie nicht. Ach, woher wissen Sie das plötzlich so genau? Ich weiß es von dem, der die Todesnachricht fälschlich verbreitet hat. Von Dr. Krippen? Ja. Krippen hat die Todesnachricht widerrufen. Das ist ja merkwürdig. Sergeant Rayleigh? Sir. Bitte setzen Sie sich. Danke, Sir. Hier, schauen Sie sich das mal an. Signalement von Leo Priller. Wer ist das, Sir? Soweit wir wissen, einer der Flirts von Cora Krippen. Oh. Na, überwinden Sie Ihre moralische Entrüstung und lesen Sie weiter. Jawohl, Sir. Größe etwa 6 Fuß, kräftig, fliehende Stirn, Haaransatz zurückweichend, Narben im Gesicht. Na? Fällt Ihnen was auf? Jawohl, Sir. Was, Rayleigh? Die Tatsachen sprechen dafür, das Signalement von Mr. Priller könnte auch das Signalement von Mr. Flash sein. Ja.
Ist dieser Mr. Priller zur Fahndung ausgeschickt? So schnell möchte ich das nicht anordnen. Verstehe, Sir. Ja, offenbar verstehen alle, was hier gespielt wird, nur ich nicht. Sir. Ja, irgendjemand will uns auf eine falsche Spur bringen und auf ein Phantom ansetzen. Verstehe, Sir. Also Sie sind der verständnisvollste Beamte in meiner Abteilung, Rayleigh. Aber das hilft mir nicht. Das Motiv ist nicht klar. Verstehe, Sir. Eifersucht, und es wäre möglich. Gattenmord ist auch möglich. Versicherungsbetrug, das kommt häufig vor. Also bleiben wir zunächst bei Eifersucht. Wie viele Affären hat diese Coa-Krippen gehabt? Nach meinen Recherchen etwa 17. Das ist eigentlich nicht viel. Sir. Ich weiß, es ist eine unmoralische Tatsache, aber Sie müssen sie verkraften, Rayleigh. Jawohl, Sir. Tatsachen verkrafte ich immer. Jedenfalls für den Dienstgebrauch. Verstehe, Rayleigh. Danke, Sir. Chefinspektor Snow. Ja, verbinden Sie mich, Fräulein. Wie bitte? Ah, nein. Und das ist genau überprüft worden? Gut, danke. Rayleigh? Sir? Es ist schon wieder jemand verschwunden. Sir, in London verschwinden dauernd Leute, das ist eine Tatsache. Die jetzt verschwundene Person wird selbst Sie in Erstaunen setzen. Es ist Dr. Hawley Harvey Crippen. Oh. Sonst fällt Ihnen dazu nichts ein? Doch, Sir. Also was? Ich schlage vor, das Haus von Dr. Crippen genau zu durchsuchen. Beantragen Sie sofort den Durchsuchungsbefehl. Vielleicht finden wir das, was Sie... Na, was sind denn Ihre Lieblingsfundsachen? Tatsachen, Sir. Am nächsten Tag erwartet Rayleigh seinen Chef vor dem Haus Nummer 39, Hilldrop Crescent. Er hat bereits Erkundigungen eingezogen, der fleißige Detektiv-Sergeant. Snow stellt eine übliche Routinefrage. Was Neues? Jawohl, Sir. Was? Etwa schon wieder jemand verschwunden? Jawohl, Sir. Machen Sie doch keine Witze. Wer denn? Miss Leneuve, Sir. Die Dame, der Sie einen gewissen Liebreiz nicht absprechen wollten? Rein dienstlich, Sir. Und die ist weg? Vollständig, Sir. Abgereist ohne Hinterlassung einer Adresse. Ich habe schon recherchiert. Bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei liegt nichts gegen Sie vor. Die Schifffahrtslinien führen den Namen nicht in ihren Passagierlisten. Miss Leneuve ist vermutlich noch im Vereinigten Königreich, aber unauffindbar. Ja, ich hoffe, die liebreizende Dame bleibt uns erhalten. Wir werden sie noch brauchen. So, schauen wir uns jetzt mal das Haus an. Hier ist der Schlüssel, Sir. Die Durchsuchung erfolgt sehr gründlich, mit Hilfe weiterer Beamter, die Chefinspektor Snow angefordert hat. Aber sie bringt keinen Hinweis. Alles ist wohl aufgeräumt. Es gibt kein Anzeichen einer Entführung, eines Verbrechens oder auch nur einer überstürzten Abreise. Das Personal ist in Urlaub geschickt worden. Es sieht ganz so aus, als verbrächten die Hausbesitzer ein paar Wochen auf dem Lande. Chefinspektor Snow ist systematisch vorgegangen. Er hat seine Besichtigung auf dem Dachboden begonnen und ist nun im Keller angelangt. Und in diesem Keller passiert Detektiv Sergeant Rayleigh ein kleines Missgeschick. Oh, was haben Sie denn, Rayleigh? Nichts, Sir. Ich bin nur gestolpert. Über was denn? Doch, praktisch über nichts, Sir. Hier ist nur eine gewisse Stelle im Fußboden. So, was denn für eine gewisse Stelle? Ja, man könnte es eine Senkung nennen, Sir, oder eine Vertiefung, eine Ausbuchtung nach unten. So, eine Ausbuchtung nach unten. Eine Unebenheit wäre vielleicht die passende Bezeichnung. Ja, also lassen Sie mal sehen. Wo ist es denn? Hier, Sir, die gewisse Stelle, die Unebenheit, die Senkung. Ja. Oh, ich fürchte, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Ja, nichts Schlimmeres soll Ihnen im Dienst passieren. Jawohl, Sir. Der Zement in Ihrer gewissen unebenen Senkung, der sieht noch ziemlich frisch aus. Ja. Wann glauben Sie, ist diese Arbeit ausgeführt worden? Den Tatsachen nach vor einem halben Jahr, Sir. Mhm. Die Ränder sind noch deutlich erkennbar. Ja. Der Verwitterungszustand, wenn ich in einem Keller von Verwitterung sprechen darf, ich meine, der Unterschied zu den anderen Partien der zementierten Böden, vom handwerklichen wie vom spurensicherungstechnischen Standpunkt aus betrachtet... Stop. Rayleigh. Jawohl, Sir? Wissen Sie, was wir jetzt machen? Nein, Sir. Wir werden die unebene Senkung, die Ihren Knöchel auf dem Gewissen hat, handwerklich und spurensichernd aufreißen lassen. Und zwar sofort.
Noch am selben Tag setzen die Arbeiter im Keller von Nummer 39 Hilldrop Crescent die Spitzhacke an. Halt, halt. Jetzt vorsichtig. Rayleigh, achten Sie darauf. Jawohl, Sir. Naja. Wir sind also fündig geworden. Rayleigh? Sir? Veranlassen Sie alles Weitere. Jawohl, Sir. Gefunden worden war eine Leiche. Leiche ist übertrieben, wenn man auf Vollständigkeit Wert legt. Man fand nur einen weiblichen Rumpf. Ohne Kopf, ohne Beine, ohne Arme. Dazu ein paar winzige Stofffetzen. Reste von Wäsche. Von Damenwäsche, Sir, um es präziser auszudrücken. Herkunft festgestellt. Geliefert von der Firma Jones Brothers Holloway Lingerie. Mehrfach gewaschenes Exemplar. Und wem gehört der Rumpf? Der Pathologie, Sir. Rayleigh, ich will wissen, wer ist die Tote? Läuft noch unter nicht identifiziert, Sir. Ja. Ich vermute, wir haben nur die Wahl zwischen zwei Verschwundenen. Nämlich... Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sir, ich würde den Kreis nicht zu eng ziehen. Ach, vielleicht haben Sie recht, Rayleigh. Warten wir ab, was die Pathologie sagt. Die Pathologie sagt, einen Tag später, am 14. Juli, Folgendes. Der Torso ist unter Aufsicht von Dr. Augustus Pepper im Hospital von St. Mary untersucht worden. Es handelt sich ganz zweifellos um einen Mordfall. Die Art und Weise, wie Kopf und Extremitäten vom Rumpf getrennt wurden, lässt den Schluss zu, dass der Täter eine chirurgische Ausbildung hat. Er ist sehr geschickt vorgegangen und hat an dem Torso fast alle Merkmale unkenntlich gemacht, die zu einer Identifizierung führen könnten. Fast alle. Bis auf eine Operationsnarbe, Sir. Die hat er übersehen. Und was erzählt diese Narbe? Chefpathologe Dr. Muir hat die weitere Nachprüfung übernommen, Sir. Die Nachforschungen ergeben folgenden Tatbestand. Die Narbe stimmt in ihrer Beschaffenheit überein mit einem Operationsbericht. Cora Crippen, geborene Machamotzki, hat sich 1891 in New York einem chirurgischen Eingriff unterzogen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der weibliche Torso aus dem Keller des Hauses Hilldrop Crescent 39 der Rumpf von Cora Crippen. Fahndung anlaufen lassen. Gesucht wird Dr. Hawley Harvey Crippen, amerikanischer Staatsbürger, bisher wohnhaft in London, wegen Mordverdacht. Haben Sie das? Jawohl, Sir. Ich werde sofort... Augenblick, Rayleigh. Ich bin noch nicht fertig. Gesucht wird ferner Esel Leneve, britische Untertanin, 21 Jahre alt und von einem gewissen Liebreiz. Haben Sie auch das, Rayleigh? Jawohl, Sir. Darf ich mir die Frage erlauben, warum Miss Leneve... Na, versetzen Sie sich doch in die Rolle von Dr. Crippen. Die Ehefrau aus dem Weg räumen und dann mit der Geliebten in ein exotisches Land gehen, das nicht ausliefert. Da haben Sie das Mordmotiv, den Tathergang und die Erwartungssituation. Haha, aber der Bursche hat sich verrechnet. Verzeihung, Sir, aber ich glaube nicht, dass Dr. Crippen in ein exotisches Land gehen wird. Nicht auf eine einsame Insel mit nur einer Postdampferverbindung alle 6 Wochen. Ich weiß nichts von solchen Inseln, Sir. Aber ich vermute, dass Dr. Crippen als Amerikaner in die Vereinigten Staaten zurückkehren wird. Ach, Sie meinen als heimkehrender Arzt und Geschäftsmann, als über jeden Verdacht erhabener Gentleman? Ja, Sir. Und er wird sein Mündel mitnehmen. Was, ein Mündel? Oder so etwas Ähnliches. Also zum Teufel, Rayleigh, was meinen Sie denn mit Mündel? Miss Leneve, wenn Ihre Theorie stimmt, Sir, wird Dr. Crippen irgendein Arrangement suchen, um aus seiner Sekretärin eine andere Person zu machen. Eine Verwandte, ein Mündel. Mit Sicherheit wird er nicht in Begleitung seiner Geliebten auftreten wollen. Ach, der Kerl ist abgebrüht genug, um es doch zu tun. Wollen Sie 5 Pfund mit mir wetten? Ich wette nie, Sir. Wetten ist gegen meine Grundsätze. Schade. Also. Ja, dann geben Sie die Personenbeschreibung sofort an alle Häfen. Ich fürchte nur, es wird zu spät sein. Das ist ja zu dumm, dass Sie Ihren Knöchel nicht schon früher verstaucht haben. Das ist in der Tat sehr bedauerlich, Sir, aber... Was aber? Ich glaube, dass wir auch jetzt noch nicht ohne Chance sind. Ach was, Crippen ist doch längst auf hoher See. Ja, wollen Sie ihn mit einem Racheengel von Bord holen? Ich würde für diese Aufgabe lieber Mr. Marconi vorschlagen, Sir. Wer ist Marconi?
Erfinder der Funkentelegraphie, Sir. Zwar ein Ausländer, aber in London ansässig. Ach, der Marconi. Ich weiß. Hat 1897 Marconi's Wireless Telegraph Company gegründet. Sagen Sie, Raleigh, ist dir nicht im vorigen Jahr der Nobelpreis verliehen worden? Darf ich meine Notizen zur Rate ziehen, Sir? Ja, natürlich, natürlich. Ja, hier. Marconi Gigli Guglielmo. Danke, Sir. Bitte. Nobelpreis 1909 zusammen mit Karl Ferdinand Braun, ebenfalls Ausländer, Erfinder eines Kathodenstrahlgerätes namens Braunsche Röhre. Danke, Raleigh. Bitte sehr, Sir. Nun sagen Sie mir, was hat die Braunsche Röhre mit unserem Dr. Krippen zu tun? Die Röhre vermutlich nicht, Sir. Aber vielleicht die Funkentelegraphie von Mr. Marconi. Wie ich höre, gibt es schon mehrere Schifffahrtslinien, die sich dieser neumodischen Einrichtung bedienen, von der ich persönlich nichts halte, dienstlich jedoch darauf hinweisen möchte. Der Hinweis ist dankend akzeptiert, Raleigh. Sofort Order an alle bestehenden Landfunkstellen und an Marconis Wireless Telegraph Company, versuchen Kontakt aufzunehmen mit allen in See stehenden Schiffen, die Funk empfangen können, im Auftrag von Scotland Yard. 20. Juli 1910. Hafen von Antwerpen. Die Montrose läuft aus. Ein alter, kleiner, englischer Passagierdampfer, nicht mal 10.000 Bruttoregistertonnen groß. Nicht zu vergleichen mit seinem späteren Nachfolger gleichen Namens. Diese ganz unauffällige Montrose hat, von Liverpool kommend, einen Tag in Antwerpen gelegen und hier Fracht und Passagiere an Bord genommen. Unter den neu zugestiegenen befindet sich ein Mr. John Philo Robinson in Begleitung seines Sohnes. Bestimmungshafen der Montrose ist Montreal, Kanada. Und so alt und klein sie auch sein mag, eine FT-Bude, eine Empfangs- und Sendestation für Funkentelegraphie, hat sie. Die ist erst kürzlich eingebaut worden. So ließ denn der Schiffsführer, Kapitän Kendall, nachdem das Ablegemanöver beendet ist, schnell einige letzte Meldungen, die ihm sein Funkoffizier auf die Brücke bringt. Sir? Sir, wie, was gibt's? Die letzten funkentelegraphischen Meldungen. Danke. Schwierigkeiten für Louis Bozai in der Südafrikanischen Union. Warnung an alle Kapitäne im chinesischen Meer, Piratengefahr verschärft. Anlauf um koreanischer Häfen zurzeit nur nach Rücksprache mit den Japanern. Fahndung nach Dr. Harley Harvey Krippen. Ja. Sonst noch was, Shelby? Nein, Sir. Shelby, sagen Sie dem ersten Offizier, soll dafür sorgen, dass der Lotse beim vom Bord gehen seine Buttel schottischen Whisky bekommt. Ne? Der Vorige hat sich beschwert. Aye, aye, Sir. Shelby. Sir. Ich bleibe auf der Brücke, das Wetter gefällt mir nicht. Wir werden im Kanal eine verdammt schlechte Sicht haben. Vertreten Sie mich heute Abend bei den Passagieren. Hm? Aye, aye, Sir. Die neuen Passagiere, Mr. John Philo Robinson und Sohn, gehen an diesem Abend nicht in den Speisesaal. Sie lassen sich das Dinner in ihrer Kabine servieren. Auch später nehmen sie nur selten an den gemeinsamen Mahlzeiten teil. Sie vermeiden auch jeden näheren Kontakt zu den anderen Passagieren. Aber das ist auf britischen Schiffen damals nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich sind eher verschiedene persönliche Verhaltensweisen, die vor allem den Kabinenstewards auffallen, die ja bekanntlich für alles und jedes einen besonders scharfen Blick haben. In der Mannschaftsmesse werden Mr. John Philo Robinson und Sohn bald Gesprächsthema Nummer 1. Unverblümte Bemerkungen machen die Runde. Und das alles kommt natürlich auf einem kleinen Schiff bald dem ersten Offizier zu Ohren und der schickt den Funkoffizier zum Kapitän. Was gibt's, Mr. Shelby? Sir, kann ich noch mal die Fahndungsmeldungen sehen? Die Fahndungsmeldung? Ja. Ist in dem Kartenhaus. Warum? Ich möchte sie mit meiner Funkklade vergleichen, Sir. Na, kommen Sie. Ist was Besonderes damit? Ich glaube schon, Sir. Bitte. Danke, Sir. Ja, da ist sie. Die Fahndung nach Dr. Hawley, Harvey Krippen und Miss Ethel Deneuve. Sir, unsere Stewards behaupten, der Sohn von Mr. John Philo Robinson benehme sich nicht wie ein junger Herr. Na, wissen Sie, Shelby, gute Manieren sind im Passagepreis nicht ausdrücklich gefordert. Das meine ich nicht, Sir.
Die Stewards sagen, der junge Herr Robinson benehme sich wie ein junges Mädchen. Wie ein junges Mädchen? Ja. Sie machen Witze darüber, ganz offen. Und einige sind bereit, einen Teil ihrer Trinkgelder zu verwetten, dass es sich bei Mr. Robinson Jr. um eine verkleidete Dame handelt. Nun, Mr. Shelby, solange kein öffentliches Ärgernis erregt wird, ist es ja schließlich eine private Geschmacksfrage. Sicher, Sir. Aber... Aber was? Aber da ist diese Fahndung nach Dr. Crippen und Miss Ethel Deneuve an alle Häfen, an alle Reedereien, an alle in See stehenden Schiffe. Sie ist mehrfach wiederholt worden. Mhm. Und Sie glauben... Ich glaube gar nicht, Sir. Aber ich halte die Sache doch für etwas seltsam. Also, Mr. Shelby, wenn Robinson und Sohn identisch sind mit Dr. Crippen und Ethel Deneuve, da können Sie uns hier auf hoher See nicht entkommen. Wir müssen aber ebenso damit rechnen, dass es sich um ehrenwerte Leute handelt. Nicht jede Liebesaffäre mit vertauschten Rollen ist kriminell. Ich will keinen Skandal. Aye, aye, Sir. Aber ich will auch keinen mutmaßlichen Verbrecher decken. Ihre Order, Sir? Vergleichen Sie noch einmal genauestens die Beschreibungen in den Funkmeldungen. Ziehen Sie Mr. Robinson Jr. möglichst nicht in Gegenwart seines Vaters ins Gespräch und versuchen Sie, die persönlichen Umstände zu klären. Aye, aye, Sir. Auf die allerdiskreteste Weise natürlich. Ist das klar? Vollkommen, Sir. Die diskrete Begegnung ergibt sich am nächsten Morgen ganz von selber und auf die natürlichste Art. Der Funkoffizier Shelby trifft Mr. Robinson Jr. auf dem Promenadedeck. Der junge Herr ist allein und offenbar damit beschäftigt, durch Selbstunterricht ein bekanntes Bordspiel zu erlernen, das nicht ganz so leicht ist, wie es aussieht. Hilfreich tritt der Funkoffizier näher. Sobald man den Trick raus hat, ist Shuffleboard im Grunde ganz einfach. Guten Morgen, Mr. Robinson. Guten Morgen, Herr Kapitän. Oh, zu viel der Ehre. Ich bin nur der dritte Offizier. Wenn Sie erlauben, zeige ich Ihnen den Shuffleboard-Trick. Bitte gern. Also man muss die Scheibe gleiten lassen. Nicht heftig stoßen, sonst fliegt sie über das Zielfeld hinaus oder stellt sich auf den Rand und rollt Gott weiß wohin. Darf ich mal helfen? Bitte. Also, sehen Sie? So. Na ja, auf die 9 ist sie gerutscht, immerhin. Und jetzt Sie bitte. Na, noch nicht ganz geglückt. Sie machen das zwar mit weicher Hand, aber ich möchte fast sagen, mit allzu männlichem Nachdruck. Passen Sie auf, verkrampfen Sie den rechten Arm nicht. Seien Sie ganz natürlich. Nochmal bitte jetzt. Sehr gut. Ausgezeichnet, Miss. Miss? Verzeihung. Sir. Eine halbe Stunde später in der Kabine von Dr. John Philo Robinson und Sohn. Ah, ich habe Hunger, mein Schatz. Hier ist die heutige Speisenkarte. Was sollen wir uns servieren lassen? Was hältst du von Poulet de Grémascotte? Oder Rouladine à la Turque? Mir ist der Appetit vergangen. An Deck? In der frischen Seeluft? Du bist doch nicht etwa seekrank. Nein, aber jemand hat was gemerkt. Was? Dass ich vielleicht Johanna Juniora bin. Aber keinesfalls John Junior. Wer hat das gemerkt? Er sagte, er wäre der dritte Offizier. Hast du vielleicht in einem Rettungsboot mit ihm geschlafen? Bist du verrückt? Also, wie kann er was gemerkt haben? Du siehst aus wie ein perfekter Eton Boy auf Urlaub. Vielleicht suchen sie schon nach uns. Und wenn, Ethel? Wir sind auf hoher See, unerreichbar fern von jeder Zivilisation. Und vor allem von jeder Polizei. Also, ich wäre für die Rouladine à la Turque. Ich habe Angst, Holly. Ich weiß. Aber du musst das durchstehen. Denke daran, wir sind auf See und damit in Sicherheit. Sobald wir in Kanada an Land gehen, tauchen wir unter. Mr. John Philo Robinson, Senior und Junior. Aber bis dahin... Gehst du dem dritten Offizier unauffällig aus dem Wege? Ich bin völlig nervös. Was soll ich nur tun? Bestelle die Rouladine à la Turque, mein Sohn. Ja, Papa. Das Gespräch, das der Funkoffizier kurze Zeit später mit Kapitän Kendall führt, ist wesentlich sachlicher. Sir, für mich besteht überhaupt kein Zweifel mehr. Mr. John Philo Robinson ist Dr. Crippen und sein angeblicher Sohn ist Miss Ethel Deneuve. Ich habe mir alle Funksprüche noch einmal genau angesehen. Beide Personenbeschreibungen stimmen haargenau, wenn man von Miss Deneuves Verkleidung absieht. Natürlich, ja. Dr. Crippen hat sich ja nicht mal die Mühe gemacht, sein Aussehen zu verändern.
Gut, Mr. Shelby. Setzen Sie einen FT-Spruch ab. An wen, Sir? An unsere Reederei. Sollen die Herren in der Vorstandsetage entscheiden. Text, Sir? Funken Sie einfach Dr. Krippen an Bord. Aye, aye, Sir. Die Reederei entscheidet selbstverständlich sofort und gibt die Meldung an Scotland Yard weiter. Dort ist die freudige Überraschung groß. Chefinspektor Snow sagt zu seinem Detektiv-Sergeant: Gratuliere, Rayleigh. Danke, Sir. Auch einem unterbezahlten Polizeibeamten steht mal ein Glückstag zu. Ach, Sie werden mit Sicherheit bald zum Inspektor befördert. Danke, Sir. Aber vielleicht sollte man Mr. Marconi befördern. Dem wird an einem Inspektorposten nicht viel liegen. Aber wenn das durch die Presse geht, dass unser Dr. Krippen der erste Mörder ist, der durch die Funkentelegrafie zur Strecke gebracht wurde, dann verdient die Marconi Wireless Company eine Menge Geld. Bleibt noch eine Kleinigkeit zu erledigen, Sir. Welche? Wir wissen, Dr. Krippen ist an Bord der Montrose. Aber wir müssen ihn da herunterholen, um ihn überführen zu können. Wir müssen ihn haben, ehe er Kanada erreicht. Ja. Ja, da Sie ja immer an alles denken, Rayleigh, werden Sie auch schon wissen, wie wir das machen. Ja, Sir. Wir nehmen die Laurentic. Die Laurentic? White Star Line, Sir. Fast neu. Erst ein Jahr im Dienst. 14.892 Bruttoregistertonnen. 16,5 Knoten schnell. Das einzige Schiff, das unter den gegebenen Umständen die Montrose noch einholen kann. Wann läuft die Laurentic aus? Am 23. Juli von Southampton. Und wann kann sie die Montrose erreichen? Planmäßig am 31. Juli ein paar Seemeilen vor Quebec im St. Lorenz-Strom. Wenn wir Glück haben, noch weiter draußen. Gut, buchen Sie sofort zwei Passagen. Schon geschehen, Sir. Ein Platz in der ersten Klasse für Sie. Und Sie schwimmen, oder wie? Ich habe eine Kabine in der dritten Klasse gebucht und selbstverständlich die Erlaubnis beantragt, Sie auf dem Promenadedeck treffen zu dürfen. Ja, ich glaube, die Seereise wird uns ganz gut tun. Meinen Sie nicht? Nein, Sir. Warum nicht? Ich verabscheue Seereisen, Sir. 31. Juli 1910, vormittags. Wetter klar, Sicht gut. Die Montrose hat den St. Lorenz-Golf an der kanadischen Küste hinter sich und erreicht den St. Lorenz-Strom. Auf dem Promenadedeck spazieren Dr. John Philo Robinson Senior und Junior. Bald sind wir an Land und in Sicherheit. Wenn es nur schon soweit wäre. Ich bin amerikanischer Staatsbürger. In Kanada kann mich die englische Polizei nicht festnehmen. Die Staatsverträge sind in diesem Punkt sehr präzise und sehr günstig für einen armen Flüchtling wie mich. Aber noch sind wir auf einem britischen Schiff. Glaubst du, ein Schwarm Möwen wird plötzlich herunterstoßen, uns hier vom Promenadedeck wegpicken und nach England zurücktransportieren? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ach, dann gehen wir an die Bar, spülen wir es runter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser dritte Offizier nicht doch irgendwie Verdacht geschöpft hat. Hör dich auf mit deinem verdammten dritten Offizier. Der ist ja nur ein Werkzeug. Der Vorsehung, meinetwegen. Drehst du jetzt am Schluss noch durch, oder was? Ich muss die ganzen letzten Tage so oft an Cora denken. Das ist nicht rückgängig zu machen. Wir haben es getan. Du hast es getan. Und du, mein Sonnyboy, sitzt mit mir im gleichen Boot. Vielmehr auf dem gleichen Schiff. Vielleicht geht es unter. Sag mal, bist du verrückt? Ja. Kurze Zeit später. Auf der Brücke der Montrose. Kapitän Kendall und der dritte Offizier als Wachhabender. Kendall sucht mit dem Fernglas den Horizont ab. Ja, da ist sie. Passagierdampfer, ein Schornstein. Ja, Sir. Ja, das ist die Laurentic. Pünktlich auf die Minute. Wie die Eisenbahn. Maschinenhalbe Fahrt. Maschinenhalbe Fahrt. Sie kommt ran mit höchster Fahrtstufe, Sir. Maschinenstopp. Maschinenstopp. Minuten später stürmt ein wütender Passagier auf die Brücke. Warum liegen wir still? Entscheidung des Kapitäns, Mr. Robinson. Aus welchen Gründen? Aus technischen Gründen, Mr. Robinson. Ihre technischen Gründe interessieren mich nicht. Ich verliere Beträge in Millionenhöhe, wenn ich nicht rechtzeitig in Quebec bin. Ich habe mich auf die Zusicherung Ihrer Reederei verlassen. Planmäßige Abfahrten, planmäßige Ankünfte. Das ist ein Passagevertrag, der muss eingehalten werden. Sie hätten das Kleingedruckte lesen sollen, Mr. Robinson. Die Laurentic hat inzwischen ein Boot ausgesetzt, das nun von den, ob dieser Zusatzarbeit keineswegs erbauten, Kuttergasten zur Montrose hinübergepult wird.
In der Achtpflicht sitzen Snow und Rayleigh. Die See ist ruhig. Sie sehen ein bisschen grün aus, Rayleigh. Sind Sie etwa seekrank? Jawohl, Sir. Bei diesem schönen Wetter? Ich werde bei jedem Wetter seekrank, Sir. Ich bin schon auf dem Serpentinensee im Hyde Park seekrank geworden. Aber da hatte ich dienstfrei. Was heute nicht der Fall ist. Leider, Sir. Darf ich darauf hinweisen, dass auch Lord Nelson der Seekrankheit nicht Herr werden kann? Ja, aber Sie sind nicht Lord Nelson. Zu meinem Glück, Sir. Wieso zu Ihrem Glück? Weil ich sonst schon zu Lebzeiten nur ein Auge und nur einen Arm hätte, Sir. Vom Promenadedeck der Montrose aus beobachten Dr. Crippen und Ethel Leneve das langsam längsseits kommende Boot. Was wollen die? Das ist doch ganz und gar unüblich. Vielleicht ist es der Lotse. Oder der eine Kapitän schickt dem anderen eine neue Zahnbürste. Du gehst mir auf die Nerven. Du mir schon lange. Also lass mich zufrieden. Wir dürfen uns nicht aufregen, Ethel. Ruhe bewahren. Dieses ganze Bootsmanöver hat mit den Passagieren sicher nichts zu tun. Hier irrt Dr. Crippen. Wenige Minuten, nachdem sich Chefinspektor Snow und Detektiv Sergeant Rayleigh beim Kapitän Kendall an Bord gemeldet haben, werden die Passagiere in den Salon gebeten. Dr. Crippen klammert sich noch immer an die Fiktion, das ginge ihn nichts an. Wir bleiben in unserer Kabine. Soll die Schiffsführung ihre blödsinnigen Rettungsübungen abhalten, mit wem sie will? Wenn der verdammte Kahn wirklich sinkt, ist immer noch Zeit. Unser Rettungsboot ist Nummer 4, ich habe mir das genau gemerkt. Aber dass dieses ganze Theater nur uns allein gilt, das hast du noch immer nicht gemerkt. Er merkt es dann sehr schnell. Der Kabinensteward meldet zwei Herren, die Dr. John Philo Robinson und Sohn zu sprechen wünschen. Snow und Rayleigh treten ein. Guten Tag. Dürfen wir Platz nehmen, Miss Leneve? Was erlauben Sie sich meinem Sohn? Beruhigen Sie sich, Dr. Crippen. Die Komödie ist zu Ende. Von wem sprechen Sie eigentlich? Von Ihnen, Dr. Crippen. Wenn Sie Einblick nehmen wollen, hier, Ihr Haftbefehl. Und wie Sie wissen, wir vertreten eine angesehene Institution mit glücklicherweise weitreichenden Beziehungen. Scotland Yard. Dr. Crippen und Ethel Leneve werden nach kurzem Aufenthalt im Hafen von Montreal und mit Genehmigung des kanadischen Lieutenant Governors auf dem Dampfer Laurentic nach England zurückgebracht. Am 18. Oktober 1910 beginnt in London der Prozess vor dem Schwurgericht. Die Anklage lautet auf Mord. Dr. Crippen leugnet zunächst jede Schuld. Die Verteidigung, vertreten durch Barrister Alfred Tobin, verficht folgende These. Dr. Crippen hat das Haus Hillrop Crescent Nummer 39 am 21. Dezember 1905 gemietet. Es ist durch nichts bewiesen, dass der im Keller aufgefundene weibliche Torso nicht schon vorher dort vergraben wurde, als Cora Crippen noch froh und munter lebte. Ein Sachverständiger widerspricht. Hohes Gericht, der Erhaltungszustand des Torsos schließt diese Annahme aus. Nach der Todesursache befragt, gibt ein Toxikologe zu Protokoll. Der Rumpf enthielt eine absolut tödliche Menge des aus dem Bilsenkraut aus der Gattung der Solanazen gewonnenen Giftes Hyoscin. Ein Vertreter der Firma Lewis & Barrows sagt aus. In der zweiten Januardekade, entweder am 17. oder am 18., hat Dr. Crippen bei uns 5 Granum Hyoscin gekauft. Der Richter stellt dem Angeklagten die Frage, wofür haben Sie dieses in Ihrer Praxis doch völlig überflüssige Gift verwendet? Der Angeklagte schweigt. Die Zuhörer im Saal werden unruhig. Ruhe bitte! Dann geht es um die am Rumpf entdeckten Stoffreste. Ein Verkäufer der Firma Jones Brothers bezeugt, unser Geschäft hat im Jahre 1909 mehrmals Wäsche an Dr. Crippen geliefert. Schlafanzüge, Nachthemden und Damennachtjäckchen. Die Stoffreste stammen von einem dieser Wäschestücke. Da außer dem Rumpf keine weiteren Leichenteile gefunden werden, konzentriert sich die Beweisaufnahme in diesem Indizienprozess nunmehr auf das ominöse Stück Haut mit der Narbe. Stammt es vom Rumpf? Ist der chirurgische Eingriff nachweisbar? Der junge Pathologe Bernard Spilsbury beantwortet die beiden entscheidenden Fragen mit unerschütterlicher Sicherheit. Die untersuchte Hautpartie mit dem anhängenden Gewebe ist ein Teil der Bauchhaut des Rumpfes. Narbe und Gewebedurchtrennungen entsprechen exakt den Gegebenheiten der an Cora Crippen durchgeführten Operation.
Am 22. Oktober 1910 spricht die Jury den Angeklagten Dr. Hawley H.W. Krippen des Mordes schuldig. Das Urteil des Gerichts lautet: Tod durch den Strang. Ethel Leneve, an Planung und Ausführung der Tat nicht beteiligt und danach unter erheblichem Zwang stehend, erhält einen Freispruch. Am 23. November wird Dr. Krippen gehängt. Der erste Mörder der Kriminalgeschichte, den die neue Hilfskommissarin der Polizei gefangen hat. Die Funkentelegrafie. Wir brachten Der Fall Dr. Krippen von Helmut M. Backhaus. Es sprachen Chefinspektor Snow, Herbert Fleischmann, Sergeant Riley, Michael Hinz, Dr. Krippen, Harald Leibniz, Ethel Leneve, Uta Maria Schütze, Flash, Gottfried John, Kapitän Kendall, Otto Stern, Erzähler, Rüdiger